So, wie viele Schreine habe ich denn überhaupt wieder? Da konnte man das nicht im Dorf? Wer sagt, ein neues Objekt gefunden? Den Kuchen habe ich nicht hier. Runter. Danke. Da wollte ich gar nicht rauf. Hey, der ist hier aber irgendwo. Ja. Okay. Überfall. Wir geben noch Giptos. Noch mehr Schätze. Oh nee. Wollen wir noch nicht hoch? Er hat gesagt, etwas höher, ne? Leute! Leute, ich habe keine Waffe. Leute. Sind die dumm? Muss ich immer alles selber machen? Ja, ich habe kein Schwert, das ist auf Cooldown. Ein Gerudo-Messer habe ich schon. Jetzt gedacht hat, ich kletter da wieder hoch. Nein, nein, nein. Jetzt aber mal ohne Witz. Ich kann mich an diese Räume überhaupt nicht erinnern. Es wundert mich auch nicht, dass da so viel Schätze noch sind. Hier war ich einfach noch nie. Ich weiß nicht warum, aber hier war ich noch nicht. Ich habe mich, glaube ich, damals einfach durch die Wand, durch die Decke irgendwo geportet. Und deswegen. Ich glaube, ich diese ganzen Räume komplett ignoriert. Cool. Weiß nicht, ob man da hoch kann. Wieder habe ich das halbe Dungeon übersprungen.
muss aufpassen. Ich kriege ja auf dem Roboter mehr Schaden als ohne. Ich weiß bis heute nicht warum. Das gibt so gar keinen Sinn. Okay, das ist der einzige Weg. Ich dachte, hier ging es noch zur Seite irgendwo. Das ging gar nicht. Aber trotzdem, ich glaube, ich sollte mal hier so einen leckeren Fischspieß essen. Nehmen wir nach mal. Ein Schatz runter. Geht dann doch nicht. Was heißt wirklich? Ich habe einfach halben Dings übersprungen. Hier geht's auch noch rein. Auch nicht das, was ich wollte. Da ist noch irgendwo einer. Hallo? Einmal loslassen, bitte. Ja, wohl, dass ich damals auch gesagt habe, dieser Dungeon war so der einfachste und der kürzeste von allen. Einfach die Hälfte überspringen. Raum des Hoffnungslichts. Mach den einfach bitte platt, ja? Ich suche mal den Schatz hier. Ich weiß jetzt schon, was passiert. Ich dachte, das geht zu. Ich dachte, die Falle schnappt zu. Geht dann irgendwie nicht? Ein Bogen mit Schnellfeuer könnte vielleicht auch mal ganz praktisch sein. Leute, jetzt mal ehrlich. Ist so eine Probleme hier mit so einem mickrigen Gegner? Ich glaube, das ist die Tür. Lustig ist, da ist noch ein Gegner. Das ist der Krogwedel hier ganz hinten, ne? Ja. Gut, das geht mir jetzt hier ein bisschen zu. Thank you.
zu lang. Auch wenn meine Waffe gleich wieder kaputt ist. Ja, das hat, ich hätte den sogar fotografieren können, ne? Wahrscheinlich, den habe ich auch noch nicht. So, jetzt ist hier aber immer noch irgendein Schatz. Problem ist, dass ich jetzt genau da rauskomme, wo ich vorhin war, und da habe ich dann keine Ahnung mehr. Ja, lol. Einfach so ein Geheimraum. Jetzt ohne Witz. Das ist wirklich einfach ein Raum, wo du nicht reinkommst sonst, außer dass du durch die Decke gehst. Und ich habe das schon mal irgendwann gesagt, da gibt es bestimmt noch mal so Hohlräume, wo du einfach auf gut Glück irgendwo, also klar mit dem Schatzradar, aber wie willst du es ohne Schatzradar jemals, kannst du vergessen. So, ja, ich habe keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, ob diese Dings vielleicht immer im Himmel sind. Vielleicht sollten wir uns hier mal auf eine Himmelsinsel begeben, weil ich habe die, glaube ich, bisher nur im Himmel gefunden. Bin ich mir, glaube ich, ziemlich sicher. Fällt mir jetzt zufällig gerade so wieder ein. Ich habe vor allem wieder keine Markierung. Das sieht mir hier alles sehr nach Treibsand aus. Nur darauf surfen. Ja. Jetzt ist uns mal wieder zu warm. Ist auch nur am Meckern, der Typ, ne? Okay. Das habe ich einen Schrein, den wollte ich mal im Schach holen. Ich weiß tatsächlich noch einen Schrein, den wir uns relativ einfach holen können. Den habe ich mal irgendwann nicht erreicht. Da kommen wir mittlerweile aber locker ran. Ich bin mir nicht sicher, ist das hier nicht Moldora-Gebiet? Das ist der Drache. Die sind auch lustig am Feiern da. Ich bin der Meinung, ich kann mich daran erinnern, dass ich in Breath of the Wild hier an diesem Felsen mal war, an dieser Insel gegen den Moldora gekämpft habe. Feuertanz. Ich
verstehe das Prinzip nicht. Okay, das kann man anzünden. What? Ich verstehe das Prinzip irgendwie. Hä? Was sind das eigentlich für Teile? Was muss ich da irgendwas anzünden? Das hat ja was mit Feuertanz zu tun, aber nee. Da ist was drin. Also. Okay, okay. Da unten komme ich rein. Aber ich habe noch die Frage. Sag mir jetzt nicht. Ich musste einfach die Fackel drauflegen. Das wäre ein bisschen sehr arg. Ich kann nicht vorstellen, dass die Fackel schwer genug ist dafür. Nein. Ach, ich kann auch einfach hier runterfliegen, wow. Kann ich gar nicht mitnehmen. Jetzt ist aber halt immer noch so mein Problem. Was soll ich hier tun? Da war ja eine Fackel, also vielleicht muss ich mich... das Teil nehmen. Jawohl. Ist auch nicht schwer genug. Moment, Moment, Moment. Ja, Leute, ich sehe es jetzt erst. Ha. Das Problem ist... dass es halt immer noch nicht schwer genug ist. Jetzt. Das Problem ist, dass es jetzt brennt und gleich kaputt geht. Ich hab's halt immer noch nicht irgendwie so ganz verstanden, wie das eigentliche Prinzip hiervon ist, aber man hat so viele Möglichkeiten. Ich weiß auch nicht, ob ich da hätte einfach reinschießen können auf Verdacht. Sieht mir nicht danach aus.
Da kommen wir her. Das sind die Berge. Da ist... Übungsareal. Ach, hier können wir so ein Rennen machen oder so, ne? Ja, ne, das wollte ich jetzt nicht. Da geht's auch noch in den Abgrund runter, ne? In den Abgrund müssen wir auch noch, weil wir da noch die Leuchtrüstung uns fertig finden müssen. Und vor allem mehr Batterie. Das wäre halt auch so nice. Auch gerade für den Roboter und so. Was ist der Drach? Da oben ist noch... Da oben ist noch was, ne? Ich weiß jetzt schon gar nicht, wie ich da hinkommen soll. Da hinten wäre noch mal hier sowas zum Fotografieren. Abgesehen davon weiß ich nicht, ob ich diese komischen Vögel da fotografiert habe. Ich glaube, das sollen Tauben darstellen. Eine haben wir. Ich glaube, eine ist irgendwie gleich vornherein weggeflogen, warum auch immer. Ich muss halt aufpassen, dass ich nicht gleich auch so den Roboter da irgendwie gegenjage oder irgendwas. Nein, nein, nein! Warum stehst du denn auf? Das wollte ich doch gar nicht. Das hat er einfach so gemacht. Wow. So, jetzt die Frage, haben wir hier noch einen... Steuerteil? Nee. Da drüben ist auch übrigens noch ein Schrein drauf. Nämlich, wie man da ganz hinkommt. Und ich sterbe hier komplett. Ich wollte gerade sagen, ich kann ja noch hingleiten, aber jetzt stürzt das halt einfach komplett ab. Oben. Ja, aber dann können wir zumindest vielleicht auch nochmal, ich weiß ja, einen Schrein, wie gesagt, noch, wenn wir den hier noch holen, können wir uns halt nochmal ein Herz mehr holen, das wäre, glaube ich, auch noch ganz nice. Aber eigentlich nicht das, was ich jetzt suche. Aber wenn wir es schon finden, nehmen wir es mit. Aber keine Schätze hier, ne? Gar nicht. Da drüben ist noch so ein Teil. Ich weiß halt nicht, was das bringt, wenn wir die alle fotografieren. Außer, dass wir dafür Geld kriegen.
Er macht ja auch so Geräusche, aber da ist nichts, ne? Jetzt hier irgendwo sein. Okay. Heißt, der muss da so platziert sein, dass der da durchstrahlt, ja. Einfach nicht das Problem. Bin eindeutig zu hoch, aber klar. Hört wahrscheinlich auch nicht so, aber. Weil die meisten Belohnungen in diesen Schreinen halt echt nicht gut sind, das ist es halt. Aber ja. Dann ist der Schrein abgehakt und... Das hier ist halt recht easy. Gut. Dann haben wir wieder zwei, ne? Und eins können wir uns noch holen, das weiß ich. Also ich weiß nicht, wie der Schrein da ist. Müssen wir auch erstmal machen, aber... Auch nice, dass wir jetzt erstmal geheilt werden.